Okay, dann können wir halt nur zwei Fallen bauen. Und den letzten muss ich so erschlagen. Das geht auch irgendwie. Muss nur flink genug sein. Also, erstmal die Falle aufstellen. So, dann einmal dagegen laufen. Dann kommen die raus und ich laufe hier hin. Oh, es sind vier. Einer ist in der Falle. Mann, sind die schnell. Komm, 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 komm. Zwei sind in der Falle. Sehr schön. Seide kommt mit. Ja, yeah, Monsterfleisch. Lassen wir es mal liegen. Wo ist Spinne Nummer 4 hin? Das ist jetzt gar nicht gut. Kommt bestimmt irgendwann in der Nacht wieder raus. Na gut, das machen wir erstmal kaputt. Ah! Letztes Mal kam da nicht zweimal welche raus. Geronimo! Ja, einfach nur schnell genug klicken, das passt schon. Wir lassen mal... Was lassen wir denn mal da? Ist doch doof. Lass mal die Samen da. Nimm das Monsterfleisch mit. Stellen die Fallen gleich wieder auf. Haben wir schon drei Monsterfleisch? Haben wir nicht irgendwo noch ein anderes Monsterfleisch weggeworfen? Na gut. Jetzt kommt da nichts raus. Kaputt. Kaputt, 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 kaputt. Ah, na also. Das gab jetzt nochmal vier Seide. Es ist fraglich, ob die vielleicht unendlich respawned wären. Was aber keinen Sinn machen würde. Dann hätte man durchgehend essen. Das wäre ja auch komisch. Aber na gut. Das soll jetzt erstmal reichen. Wir haben bald schon wieder Nacht. Das heißt, ich verdrücke mich Richtung irgendwelchen Ressourcen, die wir die ganze Nacht über abbauen können. Wahrscheinlich die Steine da unten rechts. Und dann am nächsten Morgen können wir wieder zurück zu den Schweinen. Und da die ganzen Ressourcen mal abladen und eventuell... Ah, gar keinen Platz mehr. Eventuell den Anfang mit der Forschung an der Kiste. Damit ich mein Zeug mal permanent einlagern kann, was ja schon schick wäre. So, Nacht bricht an. Wir hätten gern ein großes Feuer. Ne, wir wollen kein großes Feuer. Ups. Das kostet viel zu viele Ressourcen. Wir wollen ein kleines. Müssen wir kurz ein wenig umschichten. So. So. Kleines Feuer. Schon besser. Nehmen wir die wieder mit. Und verkochen mal das Monsterfleisch. Und jetzt kann ich auch testen, ob es wirklich Lebenspunkte abzieht oder ob ich noch einfach vorher von irgendwas getroffen wurde. Wir haben 28 Hunger, volle Lebenspunkte. Ja. Es stillt sehr viel Hunger, aber es zieht 33 Lebensenergie ab. Das ist nicht gut. Dafür heilt alles andere gekochte Essen auch Lebenspunkte. Wenn man es roh isst, gibt es nur Hunger. Also Hungerreduktion. Wenn man es aber gekocht ist, gibt es auch Lebensenergie. Wir haben jetzt 66. Und 4 Lebensenergie. Ist doch okay. So. Und schon sind wir fast voll. Kein Platz für mein Zeug. Ja, definitiv alles bei den Schweinen abladen. Steine nehmen wir alle schön mit, damit wir doch ein richtig großes Lagerfeuer aufstellen können. Also einmal eins hier bei den Schweinen direkt, weil wir da wahrscheinlich noch öfters hinkommen. Und dann später noch eins hier am Anfang von der dritten Insel oder hier am Ende von der zweiten. Und wir sollten noch ein wenig Holz nachwerfen. 1, 2, 3, 4. So. Noch mehr Gras, das wir nicht tragen können. Okay, kurz überlegen, was könnten wir wegschmeißen? Essen ungerne. Die Saplings. Ja komm, die können wir hier lassen. Unten bei den Schweinen scheint es davon genug zu geben. Zack, zack, zack. Davon nehmen wir Gras mit. Davon gab es da unten wenig.
So. Und ich hoffe mal, die vierte Spinne kommt jetzt nicht irgendwo. Aber selbst wenn, dann laufen wir einfach nur weg. Und ich sammle mal die Blumen ein, die hier noch so rumliegen. Weil die geben auch jedes Mal einen Lebenspunkt. Das ist ein Hasenbau, Gras, Samen. Das war's auch schon mit den ganzen Blumen. Na gut. Dann halt nicht. Was war das gerade für ein Geräusch? Das ist ein wenig irritierend. So, 8, 86, 94. Und wir haben noch zwei Monster Steaks und... Wie viele Male? Gar kein normales Fleisch mehr. Doch, da, zwei Stück. Also nachdem wir gleich das unten bei den Schweinchen gemacht haben, sollten wir wieder hier hochlaufen und die ganzen Hasen jagen. Also das könnten wir auch jetzt machen, aber was spricht dagegen? Genug Platz haben wir nicht. Ja, komm, zurück zu den Schweinen. Das macht sonst keinen wirklichen Sinn. So, eine Sache, die auch noch in den Kommentaren geschrieben wurde, dass die erforschten Sachen vielleicht doch mehr Forschungspunkte bringen als die Rohstoffe. Also wenn wir jetzt zwei Bretter brauchen, glaube ich, für einen... Also zwei Holz für ein Brett. Gucken wir mal. Nee, sechs Holz für ein Brett. Ein Holz bringt zwei Forschungspunkte. Das heißt, sechs Holz sind 12 Forschungspunkte. Ob dann die Bretter nicht vielleicht mehr als 12 Forschungspunkte bringen? Was ja eigentlich keinen Sinn machen würde. Aber man muss ja erstmal die Forschungspunkte investieren. Und Geld zu investieren, um mehr Geld zu bekommen, klingt für mich ein wenig vertraut. Also könnte das Sinn machen. Das könnten wir also auch gleich testen. Das Forschungsding können wir aber nicht aufstellen, weil wir kein Holz haben. Boah. Holz, das kriegen wir ganz schnell. Wenn wir nicht alle Bäume verbrannt hätten. Zick. Zick. ja, nee. Nehmen wir mal die hier oben. Chop, 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 chop. Wir brauchen noch eine Menge Holz für das Lagerfeuer und wir brauchen Holz für das Forschungsdingens. Und Holz, um die Forschung zu betreiben. Ja, wir brauchen nur eine Axt. Axt. So. Also ja, ich kann eigentlich schon die nächsten Folgen vorausberechnen, was wir alles machen werden. Wir werden das bei den Schweinen aufbauen, wir werden das Forschungsding betreiben, wir werden die Kisten bauen, wir werden dann zurück zur ersten Insel laufen, wir werden da die Kaninchen jagen, bis wir genug Fleisch haben auf Vorrat. Und dann können wir weiter planen. So, erstmal bauen wir jetzt hier das Forschungsdingens auf, mitten in der Schweinestadt. So, sehr schön. Jetzt hacken wir ein wenig Holz und gucken, ob das mit den erforschten Brettern mehr Erfahrungspunkte bringt als mit den normalen Holzblöcken. Wenn ja, gehe ich noch mehr Holz hacken. So, wir haben 7 Stück. Die brauchen 6 Stück. Und wir haben keinen Platz. Ja, das kennen wir. So, wir haben 0 Forschungspunkte, das macht das Ganze recht einfach. Gucken wir mal, wie viel dabei rauskommt. Da ist das Brett. Nein, es kommt weniger bei raus. Gut. Das macht schon mal keinen Sinn und ich habe Holz verschwendet. Aber sei es drum, wir haben jetzt schon mal 9 Punkte. Was könnten wir nochmal da reinschmeißen? Ich probiere mal 3 von diesen Spinnenweben aus. Oh. Die bringen 5 Forschungspunkte pro Stück. Was ist mit dem Monsterfleisch? 24 haben wir jetzt. Die bringen 7. Ja, ich bin gierig, ich weiß. Aber ich will meine Kisten bauen können. Also verballern wir die in der Hoffnung, dass wir eh genug Spinnen treffen werden. Und was wollen wir jetzt bauen? Papyrus, Stein, nein, Kiste. Oh, die braucht 100 Forschungspunkte. Ein Tannenzapfen brachte... Nein. Nee. Ich kann ganz viele Tannenzapfen da jetzt reinschmeißen, aber das dauert mir irgendwie zu lange. Ich könnte einen Goldklumpen reinschmeißen, aber das wäre Verschwendung. Was ist mit dem anbaubaren Gras? Wir haben 60.
Das ist ein Cheat. Das muss ein Cheat sein. Oder man braucht später richtig viel Gras. Also wir haben jetzt 20 Forschungspunkte für einen so einen Grasbüschel bekommen. Das ist, ja, komisch. Jetzt brauchen wir 4 Bretter für eine Kiste. Na gut, wir haben einen Plan. Wir gehen ganz lange Holzhacken. 4 Bretter macht 24 Holzscheite. Nicht, dass wir schon die halbe Insel verbrannt haben. Nee, jetzt hacken wir die andere Hälfte auch noch ab. Die armen Schweinemänner. Naja, und im Notfall schlachten wir die Schweinemänner, um an Essen zu kommen. Wir sind echt ein Mordskerl, hm? Sowieso ein super Wort. Mordskerl. Mhm. Zack, 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 zack. Schon 7 Stück. Läuft ja soweit ganz gut. Auch wenn gleich die Nacht wieder anbricht und wir die Hälfte verfeuern müssen. Dafür setze ich jetzt mal eine ganze Menge Bäume hier direkt in das Dorf rein. Ich muss nur dran denken, nicht in der Nähe ein Feuer aufzustellen. Also sagen wir mal hier. Da, da. So, irgendein komisches Muster. Damit das alles auch schön reihum brennen kann. Ja, eigentlich primär, dass wir überall einigermaßen rankommen. Weil wenn ich so einen Block aufbaue, dann sperre ich mich wieder ein. So, jetzt bauen wir hier hinten das Lagerfeuer auf. Und zwar ein großes. Nee, das sollten wir in der Nähe von der Forschungsmaschine bauen. Also hier ein großes. Da. Der Busch fängt bestimmt gleich Feuer. Ausbuddeln. So. Jetzt ist die Frage, wir könnten die restlichen wieder aufbereiteten Grasbüschel da auch noch verforschen. Und dann haben wir kein Gras hier. Das scheint ja echt Mangelware auf der Insel zu sein. Hier hinten allerdings gar nicht. Wir wollten eh noch zurücklaufen für die Kaninchen. Also ja, doch, das machen wir mal. Allesamt rein da. Das geht echt viel zu schnell. Aber, boah, gucken wir erstmal. 160 Punkte. Was bringen denn die Bärensträucher? Wir sind bei 160. Die bringen auch 20. Okay. Kiste haben wir hier. Waffen. Eine Rüstung aus Holz kostet 8 Baumstämme und 4 Seile. Seile können wir noch gar nicht. Oh, ein Speer. Benutze das spitze Ende. Ja, ein super Tipp. Wir nehmen den Speer und bauen uns gleich ein. Tada! Gucken, ob wir damit irgendwas anderes machen können. Wahrscheinlich nur pieksen. Also irgendwelche Spinnen oder Tentakel. Stimmt, und die Fireflies, die wollten wir auch noch irgendwie fangen. Nur wie? Oh, wir sollten 1, 2 Holzscheite nachwerfen. Und warum machen die Schweine das Licht immer wieder an und aus? Komische Viecher. Da sind noch Bäume, aber da traue ich mich nicht so wirklich an. Kommt, den hier nehmen wir mit. Brauchen auch gleich wieder eine neue Axt. Oh, 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 oh. Wenn er schon sagt, ist es viel zu dunkel und ein komisches Zischen aus dem Wald kommt, dann läuft der garantiert nicht mehr rein. So, du kommst mit. Du kommst mit. Und wir sollten mal unsere Morsel. Ne, die bewahren wir uns auch. Wir braten die Samen. Die essen wir dann gleich und danach geben wir dem König mal wieder ein Stück Fleisch. Und gucken mal, ob wir diesmal wieder einen Goldbarren rausbekommen oder vielleicht irgendwas anderes. So, nimmst doch gekochtes Fleisch. Ja, tust du. Oh, und du schmeißt jedes Mal einen Goldbarren. Okay. Und jetzt haben wir nichts mehr zu essen, aber dafür jede Menge Gold. Das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen. Hm, ja. Wir wollten Holz hacken. Ich brauche schon mal auf Vorrat eine neue Axt. So.
Und während wir Holz suchen, also richtig schön große Bäume, erforschen wir auch ein wenig hier die zweite Insel. Da ist die Ersatzaxt. Ja. Also die ganz großen scheinen 4 Blöcke Holz zu geben und 2 von den Tannenzapfen. 3 Blöcke und 2 Tannenzapfen. Vielleicht auch ein bisschen variabel. Gucken wir mal hier. Eins, zwei, drei und 2 Tannenzapfen. Scheint immer dasselbe zu sein. Hauen wir uns hier einmal schräg durch. Und oh, da oben ist das Grab wieder. Und ich habe jetzt meine Schaufel dabei. Das testen wir doch gleich mal aus. Eventuell ist der zweite Playthrough dann auch gleich vorbei. Mal gucken, was passiert. Buddeln. Graben. Ja, da sehe ich jetzt nichts. Ich drücke mal mit den Pfeiltasten nach rechts. Oh. Wir haben es nicht ganz ausgebuddelt. Okay, neue Schaufel. Da muss man öfters buddeln. Und wir haben ein Gnom gefunden? Was zur Hölle? Es muss irgendeine Art religiöses Artefakt sein. Ich denke nicht. Ah gut, ich drehe mal wieder einmal nach links. Nochmal nach links. Ich glaube, so müsste es wieder richtig sein. Ja, gut. Weil ich lebe nicht gerne in einer verdrehten Welt. Macht das Orientieren so schwierig. Und unser William, oder Wilson, ich glaube Wilson heißt er, hat inzwischen auch einen stattlichen Bart. Der soll später für irgendwas noch gut sein. Aber für was, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob wir lange noch durchhalten, dass er so einen richtigen Einsiedlerbart bekommt. Und wir haben schon fast keine Flints mehr. Das geht viel zu schnell. Wir haben jetzt aber schon 20 Holzblöcke. Und wir brauchen 24 für die Kiste. Auch wenn wir wahrscheinlich nichts mehr haben, was wir in die Kisten reintun können. Aber wir haben erstmal die Kisten. So. Oh, der 20er Stapel war schon voll, deswegen. Wir haben jetzt 29 Holz. Das reicht doch erstmal. 24 für die Kisten und dann noch 5 für die Nacht zum Verfeuern. Sehr schön. Sind wir überhaupt richtig? Nee. Bisschen weiter südlich. Dass die Bäume immer wieder so kaputt gehen, irritiert ein wenig. Also ich denke mal, dass das Spiel auf langfristige Spielen ausgelegt ist. Weswegen auch die Büsche so viele Erforschungspunkte gebracht haben, weil man später wahrscheinlich wirklich alles davon braucht. Das heißt, man sollte sich vielleicht ein bisschen beeilen mit den Bäumen abhacken, wenn die alle kaputt gehen mit der Zeit. Wo zur Hölle bin ich hingelaufen? Schweine? Schweine da lang. Das kommt davon, wenn ich so viel zwischendurch schnack. Und ich schnack ja eigentlich die ganze Zeit. Aber manchmal lasse ich mich davon zu sehr ablenken. Was haben wir hier? Oh, die Kohle. Davon können wir was mitnehmen und gucken, ob wir das verfeuern können. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das geht ja auch schön schnell, im Gegensatz zum Bäumehacken. Bei den Bäumen muss man ja 10, 20 mal raufhauen teilweise. Die hier zerfallen nach einem Schlag. So. Und die Sonne geht gleich unter. Flup, flup. Die Bäume wachsen hier auch fleißig. Sehr schön. Was wollten wir machen? Wir wollten die Kiste bauen. 1, 2. Was zur Hölle? Achso, es wird Nacht. Ich dachte schon, was machen die ganzen Schweine jetzt auf einmal? Und wir haben keinen Platz. Also, Gnom, stelle ich mal da hin. Ich hoffe mal, du wirst nicht mitten in der Nacht zu einem irgendwie Zombie-Artefakt. Das wäre nicht so toll. So, 3 Bretter. 4 Bretter. Kiste. Wir bauen eine Kiste direkt neben unserem Forschungsdingens. Tada!
Und es sind 6 Felder drin frei. Ist doch albern. Na gut, dann tun wir da erstmal die ganzen Büsche rein für die nachwachsenden Rohstoffe. Die wir ja noch nicht wirklich brauchen, aber später vielleicht. Das Gold tun wir auch rein. Den Speer. Oh, Hunger, 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 Hunger. Und nicht ernsthaft, oder? Wir haben nichts zu essen. Komm schon, Schweinchen. Komm raus da. Und es wird dunkel und ja. Und wir haben kein Gras. Nein! Das war nicht toll. Ja, Gerugon, denk dran, das Spiel heißt Verhungere nicht. Jetzt habe ich meine schöne Kiste gebaut, habe das alles erforscht. Wir haben richtig schön viele Ressourcen gehabt und dann bin ich einfach verhungert. Oh Mann. Na gut, das war's denn für die zweite Staffel dieser doch interessanten Serie. Aber ja, das Spiel macht mir tierisch Spaß und ich denke, ich werde jetzt doch mal wirklich off-camera spielen. Also dann sehen wir uns demnächst wieder. Bye, bye.